Mr. Wissen2Go hat schon wieder zugeschlagen. Er veröffentlichte ein Video, in dem es um die aktuell erhöhte Inflation und die Rolle der Geldpolitik der EZB geht. In diesem Machwerk versucht er, seine Zuschauer zu manipulieren und durch eine tendenziöse Berichterstattung und grauenvolle Falschbehauptungen sie in eine ganz bestimmte politische Richtung zu lenken. Doch beginnen wir mit dem harmlosesten Teil. Zwei sehr verworrenen Erklärungen, wie Inflation eigentlich entsteht. Aber wie entsteht so eine Inflation eigentlich? Dafür gibt es drei mögliche Ursachen. Erstens, auf Angebotsseite. Erhöhen sich für ein Unternehmen die Produktionskosten, dann müssen auch die Kosten im Verkauf steigen. In so einem Fall spricht man von einer Angebotsinflation. Das sieht man beispielsweise gerade bei Lebensmitteln wie Öl oder Mehl. Durch die gestiegenen Futter-, Dünger-, Energie- und Produktionskosten erhöhen sich die Kosten für die Produzenten. Und dadurch steigt der Preis für Öl und Mehl zum Beispiel. Nun gehen wir das noch einmal durch, was wirklich passiert, wenn die Preise für Vorleistungsgüter steigen. Dann haben nämlich erst einmal die Unternehmen, die diese Vorleistungsgüter wie Futter oder Dünger herstellen, höhere Einnahmen. Diese höheren Einnahmen können einerseits ein Ausgleich dafür sein, dass sich die Produktivität gesenkt hat, nämlich dass man mit dem gleichen Materialeinsatz bzw. dem gleichen Einsatz an Arbeitskräften plötzlich weniger herstellen kann. Andererseits könnten die Firmen, die Vorprodukte herstellen, diese höheren Einnahmen auch in Form von höheren Löhnen an ihre Beschäftigten weitergeben. Aussage aber, dass die Preise stiegen, weil die Kosten stiegen, ist keine Erklärung für die Entstehung von Inflation, sondern eine Tautologie. Man könnte genauso gut sagen, die Preise steigen, weil die Preise steigen. Dies brächte ähnlich viel Erkenntnisfortschritt. Zweitens, erhöhte Nachfrage. Ist ein Rohstoff nur in einer geringen Menge vorhanden, dann steigt sein Preis. Man spricht von einer Nachfrageinflation. Nehmen wir mal einen Flohmarkt und gehen davon aus, da gibt es eine ganz besonders schöne Vase und mehrere Kunden interessieren sich für diese Vase. Das heißt also, die Nachfrage ist höher als das Angebot. Es gibt ja nur diese eine Vase und dadurch könnte auch ihr Preis steigen. Was hier erklärt wird, ist keine Inflation, sondern lediglich die Preissteigerung einer einzelnen Ware. Inflation hingegen ist definiert als Anstieg des allgemeinen Preisniveaus. Aber bleiben wir mal bei diesem Flohmarktbeispiel. Was wäre, wenn die Kunden wirklich mehr Geld für diese Vase ausgäben, weil der Preis dieser Vase stiege? Die Antwort ist ganz einfach. Dann hätten die Kunden weniger Geld und könnten auch weniger Geld für andere Produkte ausgeben. Die Preise für die anderen Produkte würden sinken. Das bedeutet, der Effekt des steigenden Preises dieser Vase wäre bei der Vase inflationär, aber bei allen anderen Produkten auf diesem Flohmarkt deflationär. Bei unveränderter Konsumneigung der Flohmarktkunden und einem funktionierenden Markt, wo bei geringerer Nachfrage die Preise sinken würden, gäbe es überhaupt keine Inflation. Mal abgesehen davon, dass ich bei diesen Beispielen die Begriffe Angebots- und Nachfrageinflation sehr unglücklich gewählt finde, haben diese Erklärungen doch mehr Verwirrung gestiftet als Erkenntnisfortschritt gebracht. Doch kommen wir jetzt zu einem wesentlich gravierenderen Problem in diesem Video, nämlich der Verbreitung von Fake News in Bezug auf die Quantitätstheorie der Inflation. Steigen. Drittens, steigende Geldmenge. Erhöht eine Zentralbank die Geldmenge innerhalb einer Volkswirtschaft, also druckt sie mehr Geld, um beispielsweise die Zahlungsfähigkeit zu fördern, dann können sich die Preise ebenfalls inflationär entwickeln. Das heißt, sie steigen an. Übersteigt die Geldmenge dann auch die Gütermenge überproportional, gibt es also viel mehr Geld als Güter, dann erhöht sich das Preisniveau. Die Preise für Waren werden teurer. Da stellt sich dem geneigten Zuhörer doch gleich eine Frage. Welche Geldmenge sollte die Zentralbank denn ausweiten, damit es zu Inflation kommt? M0, M1, M2 oder M3? Nun, schauen wir uns das Ganze mal anhand von drei großen Industrieländern an, beziehungsweise drei großen Währungsräumen, der Eurozone, Japan und den Vereinigten Staaten von Amerika. Gucken wir mal, wie sich das Preisniveau dieser drei großen Währungsräume verändert hat und welchen Einfluss da die Geldmenge M1 drauf hatte. Dazu schauen wir uns jetzt erstmal die Veränderung des Preisniveaus über die letzten 10 Jahre an. In der Europäischen Währungsunion stieg das Preisniveau um 9,9%, in den USA um 18% und in Japan um 4,9%. Wenn man jetzt nach Mr. Wissen2Go geht, dann müsste die Geldmenge, die ihr hier sehen könnt, doch eigentlich diese Differenz erklären können. Die Geldmenge ist nämlich in allen drei Fällen leicht stärker gestiegen als das Preisniveau. In der Eurozone um 118,2%,
In den USA um 737,1% und in Japan um 81,3%. Wie gesagt, der geneigte Zuhörer könnte eine leichte Divergenz erkennen. Doch Moment mal, wir müssen doch noch das reale Wirtschaftswachstum von diesem Wachstum der Geldmenge abziehen. Der Güterhaufen in der Europäischen Währungsunion, den USA und Japan ist ja überall gewachsen. Und wenn die Gütermenge steigt und die Geldmenge steigt, dann ist die Differenz davon doch die Inflation. Ich will jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen, aber diese Idee ist falsch. Ja, in allen drei Fällen ist die Differenz zwischen Geldmengenwachstum und realem Wirtschaftswachstum wesentlich höher als die tatsächlich beobachtete Inflation. Die Quantitätstheorie der Inflation kann in diesem Kontext, zumindest in dem beobachteten Zeitraum und in den beobachteten Währungsräumen, als empirisch widerlegt angesehen werden. Und es regt mich wirklich auf, wenn ein Historiker mit Millionen Reichweite diese widerlegte Theorie als aktuellen Stand der Wissenschaft zu verkaufen versucht. Es ist auch nicht das erste Mal, dass Mirko Drotschmann so einen Unsinn redet. In einem Video zur Rentenpolitik hat er die Ergebnisse eines wissenschaftlichen Gutachtens falsch wiederzugeben, um den Leuten Angst vor der Rentenlücke zu machen. Meine Kritik zu diesem verkorksten Rentenvideo ist im angepinnten Kommentar verlinkt, aber weiter zur aktuellen Thematik. Was ist denn wirklich die Erklärung für Inflation? Um es kurz zu machen, die Veränderung des Preisniveaus ist gleich der Veränderung der Lohnstückkosten. Doch diese Behauptung soll nicht einfach so stehen bleiben, sie soll gleich empirisch belegt werden. Obwohl die Lohnstückkosten eine viel bessere Erklärung als die Geldmenge darstellen, ist die Übereinstimmung mit der Steigerung des Preisniveaus auch nicht 100%. Solch exakte Korrelationen finden sich in den Sozialwissenschaften eher nicht. In der Eurozone sind die Lohnstückkosten um 14,5% gestiegen, in den USA um 24,7% und in Japan um 6,5%. Das liegt, wie ihr sehen könnt, leicht über der Preisniveauveränderung. Es ist aber, wie schon gesagt, eine wesentlich bessere Erklärung als die Geldmengenausweitung. Wer noch weitere Belege oder auch Widerlegungen zu diesem Thema sucht, dem seien an dieser Stelle die Statistiken der OECD empfohlen, die in der Beschreibung verlinkt sind. Oder auch der Atlas der Weltwirtschaft mit dem Kapitel der Lohnpolitik, wo über sehr lange Zeiträume in sehr vielen verschiedenen Ländern gezeigt wird, dass die Lohnstückkosten und die Inflation sehr eng korrelieren. Thema. Dieser stetige Preisanstieg führt dazu, dass sich Menschen für das Geld, das sie verdient haben, weniger leisten können. Oder anders gesagt, die Kaufkraft des Geldes nimmt ab. Moment mal, das gilt nur, wenn das Lohnwachstum unter der Inflation liegt. Wenn die Löhne stärker wachsen als die Inflation, dann gilt das nicht. Aber das ist ein eher kleinerer Kritikpunkt. Schreiten wir voran zum Interview mit der Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer. Was droht uns denn als Verbraucher, wenn die Inflationsrate jetzt eine ganze Weile oben bleibt und sich nicht mehr normalisiert? Wenn wir die Löhne jetzt anpassen würden an die Inflationsrate, dann hätten die Unternehmen ja wieder höhere Kosten und dann wären die wiederum geneigt, ihre Preise weiter zu erhöhen. Und dann kann ein sich selbst verstärkender Effekt auftreten, den es unbedingt zu vermeiden gilt. Warum warnt Monika Schnitzer denn jetzt vor einer Preisspirale? An der wirtschaftlichen Realität kann es nämlich schon einmal nicht liegen. In der Eurozone waren die Lohnstückkosten 2021 schon wieder rückläufig. In anderen Industrieländern zeichnen sich da auch sehr interessante Entwicklungen ab. In den USA sehen wir die Ansätze einer Lohnpreisspirale und in Japan sehen wir eine ähnliche Entwicklung wie in der Eurozone. Das wird gleich nochmal interessant werden. Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch bei den Arbeitsentgelten. Die sind 2021 nämlich nur ganz leicht gestiegen. Also nichts, was nach einer Lohnpreisspirale aussieht. Und woher soll die Lohnpreisspirale auch kommen? Die Arbeitslosigkeit ist in der Eurozone immer noch bei über 6%. Selbst wenn diese Arbeitslosigkeit sinken sollte, bedeutete das nicht, dass wir sofort in eine Lohnpreisspirale stürzten. In den USA zeichnen sich Ansätze dieser Lohnpreisspirale bei einer Arbeitslosigkeit von leicht unter 4% ab und in Japan sehen wir trotz einer Arbeitslosigkeit von unter 3%, also nahe Vollbeschäftigung, nichts von einer Lohnpreisspirale. Aber vielleicht hätte Schnitzer auch nur einen Blick in die Konjunkturprognose der Wirtschaftsweisen, die sie selbst mitverfasst hat, werfen sollen.
Laut dieser Prognose soll die Arbeitslosigkeit in der Eurozone, nämlich 2023, immer noch 6,5% betragen. Wenn man Deutschland rausrechnet, dann 7,7%. Die Arbeitslosigkeit wird in der Eurozone also sehr hoch bleiben und es gibt wirklich kein Anzeichen dafür, dass wir in eine Lohnpreisspirale kommen. Das ist ja auch eine Befürchtung, die von Ökonomen wie Hans-Werner Sinn immer wieder geäußert wird. Für die es aber, wenn man sich die Statistiken ansieht, keine faktische Grundlage gibt. Einige Gewerkschaften haben jetzt gefordert, dass die Löhne stärker steigen sollen. Aber fordern ist etwas anderes als umsetzen. Wir müssen warten, wie die Tarifabschlüsse europaweit aussehen werden. Und dann könnten wir mehr Gewissheit darüber haben, ob eine Lohnpreisspirale bevorstünde. Und selbst wenn das der Fall wäre, dann wäre immer noch genug Zeit zu reagieren. Wir sehen im Moment nichts von einer Lohnpreisspirale und es ist absolut albern, dass eine Wirtschaftsweise, eine von der Bundesregierung beauftragte Ökonomin, vor so einem im Moment komplett irreellen Szenario Angst macht. Aber was jetzt kommt, lässt einen wirklich fassungslos werden. Drotschmann stellt dieses Narrativ nicht etwa in Frage. Nein, er lenkt das in eine ganz bestimmte politische Schlagrichtung. Eine Institution, die da aktiv werden kann, aktiv werden muss, ist die Europäische Zentralbank. Nehmen wir mal an, Sie wären an entscheidender Position in der Europäischen Zentralbank. Welche Entscheidung hätten Sie zuerst getroffen? Nun, an der Stelle ist tatsächlich entscheidend, ein klares Signal zu geben, dass man sich um das Thema kümmert, dass man klar die Zeichen der Zeit erkannt hat und tatsächlich diese Inflation nun umgehend auch bekämpft. Denn das ist das Entscheidende, die Erwartungen der Menschen, wie viel Inflation wird es in Zukunft geben, die zu verankern. Denn wenn alle jetzt dauerhaft mit höherer Inflation rechnen, dann hat das genau die negativen Konsequenzen. Jetzt wäre ein klares Signal notwendig, Anleihekäufe werden beendet und Zinssteigerungen werden vorgenommen. Jetzt wird langsam klar, wo der Hase hinläuft. Die EZB soll jetzt die Anleihekäufe beenden und dann als nächsten logischen Schritt die Zinsen erhöhen. Dass ein solcher Schritt alles andere als sinnvoll wäre, wird schnell klar, wenn man sich die Ursachen der Inflation anguckt. Die Inflation ist nämlich nicht so hoch, weil die Wirtschaft in der Eurozone so brummt und die Arbeitslosigkeit so niedrig ist, wie wir vorhin gesehen haben, oder die Löhne steigen. Nein, die Inflation ist so hoch, weil die Produktivität eingebrochen ist. Einmal wegen der Corona-Pandemie, die jetzt hoffentlich vorbei ist und in einigen Ländern jetzt immer noch nachklingt, wie zum Beispiel China, und andererseits wegen der Sanktionen gegen Russland. Diese Sanktionen sorgen dafür, dass wir einerseits weniger Produkte bekommen, beziehungsweise andererseits teurere. Wenn wir beispielsweise das deutliche teurere Erdöl von der arabischen Halbinsel kaufen, dann können wir entweder weniger Erdöl kaufen und weniger Produkte herstellen, das bedeutet, die Produktivität sinkt, oder wir kaufen die gleiche Menge Erdöl, aber müssen dafür mehr bezahlen und werden ärmer. Das heißt, wir haben weniger Geld für andere Produkte. Auch das führt zu einem Sinken der Produktivität. Ich will da jetzt auch gar nicht weiter auf die technischen Details eingehen. Klar ist nur, dass die Produktivität durch diese Sanktionen sinken wird. Wie stark das der Fall sein wird, das wissen wir im Moment natürlich noch überhaupt nicht. Die Sanktionen könnten ja schließlich noch verschärft werden. Sie könnten auch wieder aufgehoben werden. Wenn sie wieder aufgehoben würden, dann dürfte die Produktivität wieder auf das Vorkrisenniveau hochgehen und das Problem mit der Inflation hätte sich wahrscheinlich geregelt. Eines lässt sich aber mit Gewissheit sagen. Die EZB hat keinen Einfluss darauf, ob die Sanktionen gegen Russland gelockert oder verschärft werden. Das wird von unseren demokratisch gewählten Politikern entschieden und nicht von der EZB. Doch was könnte die EZB jetzt tun, wenn wir die Sanktionen jetzt weiter verschärfen würden und die Inflation deshalb noch eine Weile höher bleiben wird? Was könnte die EZB dann tun? Tatsächlich eher wenig. Die Unternehmen müssten Lieferketten umstrukturieren und neue Produktionsstrukturen aufbauen. Und was bräuchten die Unternehmen dafür? Niedrige Zinsen. Wenn die EZB den Umbau der Wirtschaft erleichtern wollte, dann müsste sie die Zinsen niedrig halten, um den Unternehmen Investitionen zu ermöglichen. Mehr kann die EZB eigentlich nicht tun. Anleihekäufe zu beenden und Leitzinsen zu erhöhen, um eine Nachfrage abzukühlen, die überhaupt nicht überhitzt ist, sondern die im Moment auch eher schwächelt, fügt der Wirtschaft unnötigen Schaden zu und erschwert eher den Anpassungsprozess. Die Inflation könnte zwar sinken,
aber das nur um den Preis einer schweren Wirtschaftskrise, die ohne Zinserhöhung wesentlich milder ausfallen könnte. Wir können also angesichts dieser schwachsinnigen Vorschläge nur hoffen, dass Monika Schnitzer niemals eine machtvolle Position innerhalb der europäischen Geldpolitik einnehmen wird. Erhalten. Allerdings birgt dieser niedrige Leitzins auch eine Gefahr. Welche das ist, was die EZB dagegen machen kann und vor allem, warum sie wegen der Inflation gerade richtig in der Klemme steckt, darüber haben wir mit Alexander Krivolutzki gesprochen. Er leitet die Abteilung für Makroökonomie am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung DIW in Berlin. Warum ist das denn aber gerade in Kombination mit der Inflation so gefährlich für die deutsche und auch für die europäische Wirtschaft, wenn der Leitzins so niedrig ist? Wenn der Leitzins niedrig ist, dann investieren die Firmen eben viel und die Haushalte fragen gerade auch viele Konsumgüter nach. Wenn es eine sehr hohe Nachfrage gibt, die auf ein Angebot trifft, dann steigen die Preise. Wenn wir jetzt in einer Situation sind, in der die Preise schon sehr stark gestiegen sind, dann ist natürlich die große Frage, inwiefern sollte die Europäische Zentralbank jetzt noch weiterhin den Leitzins so niedrig lassen und deswegen die Nachfrage weiter anheizen. So, die Firmen investieren also viel und die Haushalte, die konsumieren so viel. Wenn man sich die sektoralen Finanzierungssaldi in Deutschland anguckt, dann lässt sich das irgendwie nicht bestätigen. Sowohl Unternehmen als auch Haushalte sind Nettosparer. Ich habe bei meinen Recherchen jetzt die Finanzierungssalden für die gesamte Eurozone nicht gefunden, aber in den meisten anderen europäischen Ländern sieht die Sache ähnlich aus. Unternehmen und Haushalte sparen und nur die Staatsausgaben sorgen im Moment überhaupt noch dafür, dass die Wirtschaft wächst, beziehungsweise in Deutschland der Außenhandelsüberschuss. Wir sehen in der Privatwirtschaft im Moment keine rege Investitionstätigkeit und auch keine Konsumlaune. Wir sehen keine steigenden Löhne, keine niedrige Arbeitslosigkeit. Die europäische Wirtschaft ist extrem kühl. Es gibt keinen Grund, in dieser Situation sie durch eine Leitzinserhöhung noch weiter abzukühlen. Eigentlich müsste die Wirtschaft in der aktuellen Situation eher stimuliert als gebremst werden. Aber die EZB kann den Leitzins ja nicht groß unter Null senken. Irgendwann ist nach unten halt eine Grenze erreicht und da wäre die Fiskalpolitik gefragt. Doch die will ja ab 2023 den Vertrag von Maastricht wieder greifen lassen. Ja, wenn das wirklich passieren sollte, dann dürfte unser Problem nicht Inflation, sondern Deflation heißen. Das extrem schädlich für die Wirtschaft ist, wenn sowohl Unternehmen als auch Privathaushalte als auch der Staat sparen. Was muss die Europäische Zentralbank als nächstes machen? Was wäre ein wichtiger Schritt aus Ihrer Sicht? Bei einer Inflationsrate, die über 7% liegt, da gibt es eigentlich nur eine Sache, die die Europäische Zentralbank tun kann. Und das ist, den Leitzins drastisch zu erhöhen, um die Inflationserwartung zu bekämpfen. So würde man es normalerweise sagen. Jetzt befinden wir uns aber gerade in einer sehr, sehr komplizierten Situation. Die Situation ist, dass wir eben den Krieg in der Ukraine haben, den Russland angefangen hat. Der führt zu drastischen Preissteigerungen, der führt zu hoher Unsicherheit, der führt zu geringerer Nachfrage aufgrund des Handels. Und zusätzlich haben wir in China mehrere Lockdowns in Millionenstädten. All das führt dazu, dass die Entscheidung gar nicht so einfach ist, wie ich sie am Anfang dargestellt habe. Wäre das dann auch Ihre Handlungsempfehlung, wenn Sie jetzt die EZB ganz direkt beraten würden? Ja. Meine Handlungsempfehlung an die EZB wäre ganz konkret: Ausstieg aus dem Anleihenkaufprogramm so schnell es geht, wahrscheinlich innerhalb des dritten Quartals, und dann Erhöhen des Leitzinses auf mindestens 1% im Verlaufe des nächsten halben Jahres. Um den Experten hier mal zusammenzufassen: Die EZB hat zwar nichts mit den Ursachen zu tun und kann da eigentlich auch nichts gegen tun, aber sie soll mal bitte die Nachfrage durch Zinserhöhungen abwürgen und damit die Wirtschaft noch weiter schädigen. Und ja, das würde zwar eine Rezession auslösen, aber das ist es allemal wert, wenn die Inflationsrate dafür ein paar Zehntelprozent niedriger ist. Ich glaube, ihr versteht langsam, was ich mit zwei Experten eine Meinung meine. Wer wirklich der Meinung ist, dass wir bei der aktuellen Massenarbeitslosigkeit, bei der aktuell schwächelnden Wirtschaft, bei einem Angebotsschock die Zinsen erhöhen sollten, nur damit das Inflationsziel von 2% ein paar Wochen oder Monate früher erreicht wird, der hat sie nicht mehr alle. Und das grundsätzliche Problem ist ja auch nicht, dass es solche Ökonomen gibt, die so etwas fordern.
Man wird in jedem Fachbereich irgendwelche Professoren geben, die großen Unsinn reden. Aber man muss doch nicht zwei von diesen Leuten in die Sendung einladen, damit beide dann die gleiche Einschätzung abgeben. Der Zuschauer, der von Ökonomie wenig versteht, denkt, er hätte es hier mit fachkundigen Meinungen zu tun und nicht mit wirklich idiotischen Vorschlägen. Und ich glaube wirklich, dass hier eine politische Agenda hintersteckt. Mr. Wissen2Go hätte doch beispielsweise einen Vertreter der modernen monetären Theorie einladen können. Es gibt in der Ökonomie nämlich durchaus andere Meinungen. Die MMT ist der Auffassung, dass die Zentralbank überhaupt nicht für die Steuerung der Inflation zuständig sein sollte, sondern die Fiskalpolitik. Der Zinssatz soll laut dieser ökonomischen Denkschule auf einem Niveau fixiert werden und die demokratisch gewählten Politiker sollen sich um die Inflation kümmern und nicht die Zentralbank. Ich finde diesen Ansatz nebenbei bemerkt in der aktuellen Situation 1000-mal sinnvoller als alles, was wir eben gerade gehört haben. Die Ursache dieser Inflation liegt nicht in einer boomenden Nachfrage, die die Zentralbank tatsächlich abkühlen könnte. Die Ursache für die Inflation liegt in einem Angebotsschock, der durch Sanktionen verursacht wurde. Wenn man die Inflation also senken wollte, kurzfristig, dann hätte man eigentlich nur drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit wäre, beispielsweise durch ein Verbot von Rohstoffspekulationen auf den Rohstoffmärkten zu intervenieren und so für sinkende Preise zu sorgen. Der Ausgang dieser Maßnahme wäre relativ ungewiss. Die zweite Möglichkeit wäre, Preiskontrollen zu erlassen. Diese hätten freilich Risiken und Nebenwirkungen, deren Beschreibung den Rahmen dieses Videos hier sprengen würden, aber es wäre damit möglich, die Inflation zeitnah zu senken. Und die dritte Option wäre es, die Wirtschaftssanktionen gegen Russland aufzuheben oder zumindest zu lockern. Aber da sprechen ja im Moment geostrategische Gründe dagegen. Das will unsere Politik im Moment auch nicht. Und da diese drei Maßnahmen aktuell ausgeschlossen sind, gibt es eigentlich nur eine Antwort, die wir auf die Inflation geben können. Abwarten und Tee trinken. Wir können gegen diese Inflation nichts machen. Unsere Politik hat sich entschieden, Sanktionen gegen Russland einzuführen und damit unsere Produktivität nach unten zu prügeln. Hierbei ist die EZB wirklich die letzte Institution, die dagegen auch nur irgendetwas tun könnte. Dafür fragen wir noch einmal bei Monika Schnitzer und Alexander Krivolutzki nach. Wie bewerten Sie diese Maßnahmen? Reicht das Ihrer Ansicht nach aus? Nun, man hätte sich wohl ein noch klareres Signal gewünscht, also einen klareren Zeitpunkt und auch die klare Aussage, es wird in diesem Jahr noch zu Zinsanhebungen kommen. Die Maßnahmen von der EZB sind sehr vorsichtig. Die EZB tritt sehr zögernd auf. Sie setzt die Risiken, die aus der Ukraine, die aus dem Krieg der Ukraine kommen, sehr hoch an. Sie setzt auch die Risiken, die es geben könnte, sollte sie die Zinsen erhöhen, sehr hoch an. Und gleichzeitig spielt sie die Effekte der hohen Inflation, der steigenden Inflationserwartungen herunter. Und deswegen reagiert sie hier sehr zaghaft und zögerlich. Dass die EZB die Gefahren der Inflation nicht herunterspielt, sondern eher überschätzt, werden wir nachher sehen. Aber was soll ich ansonsten noch sagen? Zwei Experten eine Meinung. Beide sind für Zinserhöhungen, beide sind für eine Reduzierung bzw. Beendigung der Anleihekäufe. Und das, wie gesagt, bei einem Angebotsschock, wo die EZB nichts machen kann. Zudem wird die Inflation, wie ich eben dargelegt habe, auch bald wieder zurückgehen. Wie schnell das passieren wird, hängt halt davon ab, ob die Sanktionen gegen Russland verschärft werden, beziehungsweise ob die Löhne nicht doch noch anfangen zu steigen. Doch sollte das irgendwann der Fall sein, dann hätte die EZB immer noch genug Zeit, um dagegen zu steuern. Schauen wir uns jetzt weiter an, wie Mr. Wissen2Go seine Zuschauer noch weiter manipuliert. Er stellt nämlich sehr verworrene Thesen darüber auf, wie die Wirtschaft sich bei einer Zinserhöhung genau entwickeln würde. Aber seht selbst. Die EZB hat ihren Kurs nur minimal gewechselt, mit Folgen für die europäische Wirtschaft. Erstens, der Leitzins bleibt bei 0,0% und wird nicht erhöht. Zweitens, es gibt weiterhin 0,5% Strafzinsen für Geldinstitute, die Geld bei der EZB einlagern. Das bleibt also gleich. Nur der Ankauf von Staatsanleihen wird eingestellt, aber erst im dritten Quartal des Jahres. Die EZB zieht von drei möglichen Hebeln also nur einen und den auch nicht sofort. Trotzdem verspricht sie, die Inflation bei einem Zielwert von 2% zu stabilisieren und dafür alle Instrumente einzusetzen, die möglich sind. Aber welche Konsequenzen hat das konkret?
Kann die EZB damit einen Finanzcrash abwenden? Oder droht Deutschland und Europa damit langfristig eine Wirtschaftskrise? Also das ergibt jetzt irgendwie, so wie es hier gesagt wird, keinen Sinn. Wenn die EZB einen Finanzcrash, also eine drastische Senkung der Bewertung von Vermögenspreisen, abwenden wollte, dann müsste sie ja eigentlich die Zinsen unten lassen. Niedrige Zinsen sorgen für eine höhere Bewertung von Vermögenspreisen. Höhere Zinsen sorgen dafür, dass diese Bewertung sinkt. Über allem schwebt ja die große Angst vor einem Finanzcrash, einer neuen Wirtschaftskrise. Und man denkt dann natürlich auch zurück an längst vergangene Zeiten, vor ungefähr 100 Jahren, als wirklich alles zusammengebrochen ist. Zur Erklärung. Mit vergangenen Zeiten meint Rotschmann hier die Hyperinflation zur Zeit der Weimarer Republik, auf die er früher in seinem Video zu sprechen kam. Spätestens mit dieser Anspielung hat er gezeigt, dass es ihm nicht darum geht, sachlich über wirtschaftliche Zusammenhänge aufzuklären, sondern einzig und allein um die Manipulation der Zuschauer. Nochmal, die Lohnstückkosten sind 2021 gesunken. 2022 dürften sie jetzt wegen des Produktivitätsschocks angesichts der Russland-Sanktionen wieder etwas steigen, aber es steht uns keine höhere Inflation bevor. Das ist komplett illusionär. Und doch schauen wir uns jetzt die relativ nüchterne und auch leider relativ einschläfernde Antwort des EZB-Vertreters einmal an. Er macht dort nämlich wirklich einige interessante Aussagen, die nichts Gutes erahnen lassen. Was würden Sie denn dem entgegnen? Und nun wirkt ja Geldpolitik nicht nur über den Leitzins, sondern eben auch über diese Anleihekäufe. Und darüber, dass man sie bereits zurückgeführt hat, hat man bereits einen Einfluss auf die Zinsen bekommen. Und dann muss man natürlich auch sehen, dass es darauf ankommt, was sind denn eigentlich die Inflationstreiber? Und die Inflationstreiber derzeit sind eben ganz klar die Energiepreise. Und insofern wirken diese Energiepreise eben sehr stark derzeit auf die jetzt sehr hohe Inflation, aber gleichzeitig schwächen sie eben auch das Wachstum ab, weil natürlich Haushalte und Firmen höhere Energiekosten zu schultern haben. Und in dieser Situation muss die Geldpolitik umsichtig agieren, muss die Datenlage genau analysieren, muss natürlich dafür sorgen, dass tatsächlich die Inflation nicht dauerhaft hoch bleibt. Auf der anderen Seite muss die Geldpolitik eben auch ein Auge auf das Wachstum haben. Das Wachstum darf nicht abgewürgt werden, denn das kann sehr kostspielig sein. Das kann Arbeitsplätze kosten und das kann das Einkommen der Menschen absenken. Würden Sie in dem Zug auch sagen, die EZB befindet sich in gewisser Weise in einem Dilemma? Ein Dilemma würde ich nicht sehen. Die EZB hat einen klaren Auftrag, der ist Preisstabilität für die Eurozone zu gewährleisten. Habt ihr aufgepasst? Ja, die EZB ist gerade dabei, einen Fehler zu begehen. Sie wird wahrscheinlich die Anleihekäufe bald beenden und dann die Zinsen erhöhen. Und das bei einem negativen Produktivitätsschock, wo die Zinsen am besten unten bleiben müssten, damit die Unternehmen sich an die veränderte Situation anpassen könnten und investieren können. Ökonomen wie Monika Schnitzer, die Dinge sehen, die gar nicht da sind, wie eine Lohnpreisspirale, scheinen doch mehr Einfluss zu haben als anfangs gedacht. Und das sind keine guten Nachrichten. Wir wissen nicht, wie weit die EZB die Zinsen erhöhen wird und wir wissen erst recht nicht, wie viel Schaden das anrichten wird. Wir alle dürften für diesen Schaden auf jeden Fall aufkommen müssen, wenn wir unseren Job verlieren, wenn die Löhne noch weiter sinken. Und so weiter und so fort. Ihr kennt die negativen Effekte von Zinserhöhungen. Und das war's jetzt auch schon mit dem zentralen Teil dieses Videos. Es geht jetzt noch um eine Aussage, die eher beiläufig getroffen wird, die aber doch sehr wichtig ist und die ich noch zum Abschluss richtigstellen möchte. Ihr seht also, sowohl Inflation als auch Deflation können einer Volkswirtschaft schaden. Genau deshalb verfolgt die Europäische Zentralbank das Ziel einer stabilen 2% Inflation im gesamten Euroraum. Übrigens, es ist ganz normal, dass die Inflationsrate in einzelnen EU-Staaten vom 2% Ziel abweicht, zumindest minimal. Wichtig ist nur, dass es in der gesamten EU immer eine leichte Inflationsrate von durchschnittlich 2% gibt. Es mag vielleicht normal sein, dass die Inflation in einzelnen Mitgliedstaaten vom Ziel abweicht. Aber das ist hochproblematisch und das geht mir in dieser Aussage hier etwas unter. Nehmen wir dafür das deutlichste Beispiel, nämlich Deutschland. In Deutschland blieb die Entwicklung der Lohnstückkosten und damit automatisch auch der Inflation
deutlich hinter jener der anderen Euro-Länder zurück. Dadurch konnten deutsche Unternehmen günstiger produzieren und hatten absolute Wettbewerbsvorteile gegenüber den Unternehmen aus anderen Euro-Ländern. Der deutsche Leistungsbilanzüberschuss stieg und stieg. In Deutschland wurden Produktionsstrukturen aufgebaut, das Nettovermögen wuchs und die Arbeitslosigkeit wurde abgebaut. Doch die Überschüsse des einen sind die Defizite des anderen. Andere Euro-Länder wie Frankreich, Italien und Spanien mussten jetzt Leistungsbilanzdefizite machen. Dadurch stieg dort die Arbeitslosigkeit und die Netto-Schulden wuchsen. Diese höheren Schulden führten schließlich schnurstracks in die Euro-Krise. Der Europäischen Währungsunion drohte das Auseinanderbrechen. Diese Inflationsdifferenzen spielen also, wie wir gerade anhand dieses Beispiels gesehen haben, eben sehr wohl eine Rolle. Die Länder, die eine niedrigere Inflation haben, bekommen Wettbewerbsvorteile und jene, die eine höhere Inflation haben, Wettbewerbsnachteile. Solange es die Schuldenregeln von Maastricht gibt, die die Verschuldung der Mitgliedstaaten begrenzen, und solange keine Transfermechanismen vorhanden sind, um schwächere Mitgliedstaaten zu unterstützen, solange sind Inflationsdifferenzen eine existenzielle Bedrohung für die Eurozone. Bei ihrer aktuellen Konzeption müssen sich alle Länder ans 2%-Ziel halten, da es sonst zu Ungleichgewichten kommt, die verheerenden Schaden anrichten können. Aber das ist im Gegensatz zu dem, worüber ich mich vorher beschwerte, eigentlich ein kleinerer Kritikpunkt. Es war ja nur eine beiläufige Aussage von Mr. Wissen2Go. Über dieses Thema habe ich übrigens auch schon mal ein eigenes Video gemacht. Naja, aber viel bleibt mir eigentlich nicht mehr zu sagen. Mr. Wissen2Go gibt den aktuellen Stand der Wirtschaftswissenschaften völlig falsch wieder. Er hat eine ganz klare politische Schlagrichtung. Die Ökonomen, die er zu Wort kommen lässt, fordern einhändig Zinserhöhungen und auch er selbst übernimmt dieses Framing in radikalisierter Form. Vor allem angesichts der Tatsache, dass er in der Vergangenheit schon mal so ein manipulatives Video zur Rentenpolitik rausgebracht hat, enttäuscht mich das jetzt wirklich. Also in diesem Kontext jetzt nochmal meine Aufforderung an Funk. Bringt doch einfach mal einen eigenen Kanal zur Wirtschaftspolitik heraus, wo ein Ökonom wirtschaftliche Zusammenhänge erklärt. Wo mal wirklich erklärt wird, wie beispielsweise Inflation entsteht, wo wirklich mal erklärt wird, wie das Konzept der sektoralen Salden aussieht. Und wo nicht so ein Unsinn verbreitet wird, wie das, was wir uns eben gerade anschauen durften.